Mir reicht's, Fresenius fliegt aus meinem persönlichen Starterdepot raus. Warum ich mich von der Aktie trenne und welche Aktie ich stattdessen kaufen werde und anschließend besparen werde, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dass das funktioniert, das beweist seit 2019 das Starterdepot. Das Starterdepot seht ihr hier. Und das sind die Aktien, die wir besparen. Das ist Fresenius, eines der Problemkinder, um das ich mich jetzt eben entsprechend kümmern werde. Denn auch wenn das Starterdepot hervorragend läuft, das kann ja immer noch besser gehen. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Wenn wir uns das Starterdepot ganz kurz anschauen, da habe ich also schon über 30.000 Euro reingesteckt, der Marktwert momentan knapp 35.000 Euro und über 1.200 Euro haben wir bereits Dividenden kassiert. Das ganze Ziel ist ja langfristiger Vermögensaufbau und das ist das Echtgeldbeispiel, eines unserer Echtgeldbeispiele, die wir tatsächlich haben. Das Starterdepot ist ja auch kostenlos einsehbar, steht top aktuell hier. Auf die Seite werden wir auch noch kurz drauf kommen. Was uns hier gelungen ist, ist ja fast schon die Quadratur des Kreises. Ich bin auch sehr stolz darauf. Wenn wir uns hier mal die Performance anschauen, seht ihr hier, das ist die Performance innerhalb der letzten 4 Jahre. Angefangen haben wir damit wieder 2019. Warum 2019 nicht? Dann auch noch die Hälfte hier mit rein in den Benchmark, was so keinen Sinn gemacht hat, weil wir das Depot da stückchenweise aufgebaut hatten. Und alle 20 Aktien, die wir besparen, hatten wir erst wirklich zum Jahreswechsel im Depot drinnen. Deshalb erst da dann auch der Benchmark. Und da sehen wir hier, dass wir je nach Berechnungsmethode zwischen 8,5 und 9% jährlich erzielt haben. Und dann können wir hier in das Diagramm reingehen und da sehen wir, was ich mit der Quadratur des Kreises schon meinte. Wenn wir hier den MSCI World uns anschauen im Benchmark-Vergleich, da sehen wir hier den Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Zeit zwischen dem MSCI World und unserem Starterdepot, was ja eine Dividendenstrategie, was jetzt auf dynamisches Dividendenwachstum abbildet. Und wenn wir jetzt gerade dran denken, welche Aktien hervorragend performen und den S&P nach 500 nach oben ziehen, dann sind das eben die Magnificent Seven oder wie ich es jetzt genannt habe, umgetauft, die Mighty Seven. Und das ist alles andere als eine Dividendenstrategie. Und dass wir da trotzdem so gut mitperformen, das ist schon außergewöhnlich. Und hier sehen wir dann die Underperformer hier auch als Benchmarks drin, nicht weil es Underperformer sind, sondern weil es eigentlich bessere Benchmarks sind. Das sind alles ETFs, die eine Dividendenstrategie fahren, wie S&P Global Dividend Aristocrats, das wäre hier unten. Dann haben wir hier Fidelity Global Quality Income und iShares MSCI World Quality Dividend oder hier von Vanguard All World High Dividend Yield. Und die performen durch die Bank weg alle deutlich schlechter als das Starterdepot. Und wenn wir hier auf die Rendite schauen, dann sehen wir hier, dass es eine gute Rendite ist. Das ist die Y-Achse hier, ist die Rendite. Und was es hier angeht, ist die Volatilität. Und die Volatilität ist extrem niedrig, sprich das Risiko, obwohl wir nur 20 Aktien haben, niedriger wohler als der MSCI World. Wie ich schon sagte, es kann aber immer noch besser gehen. Was ich jetzt euch auch noch zeigen will, ist natürlich hier die Zahlungen, sprich die Dividenden, die wir kassiert haben, Jahr für Jahr. Denn darum geht es ja, um dynamisches Dividendenwachstum. Und so sieht unser Dividendenwachstum über die Jahre aus. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Sparrate zu tun, die ich jetzt erhöht habe, von ursprünglich 500 Euro im Monat reingesteckt. Jetzt stecke ich schon 1.000 Euro im Monat rein. So sieht es dann beispielsweise aufs Quartal aus. So, jetzt versuchen wir das Ganze aber noch besser zu machen. Inwiefern besser? Hier haben wir das Starterdepot auf unserer Webseite, also nicht bei Portfolio Performance. Und wenn wir hier mal das Starterdepot in Zahlen aufklicken, dann sehen wir so eine Art Key Performance Indicator. Also was wichtig ist für das Starterdepot, sind natürlich auch die Kursgewinne, klar. Dann natürlich die Dividenden, weil wir hier nach dem Ex-Date gehen, nicht am Payment-Date, ist es hier ein bisschen höher als auf Portfolio Performance. Und dann aber auch noch wichtig, die Dividendenrendite einmal übers aktuelle Depot, also so wie es nicht nur die 20 Positionen aussehen, sondern auch mit bezogen auf den aktuellen Kurs der jeweiligen Aktie sind es 2%, bezogen auf unseren Einstandskurs sind es schon 2,31%, also schon etwas
höher. Und dann haben wir hier die Dividendenwachstumsraten aufs Jahr. Über das Depot hinweg sind knapp 8%. Und das versuche ich jetzt auch noch ein bisschen zu pimpen. Das heißt, wenn jetzt Fresenius rausfliegt und durch eine andere Aktie, ich verrate dann, welche das sein wird, ersetzt wird, dann sollte das nach oben gehen, die Dividendensteigerungsrate. Die Dividendenrendite geht wahrscheinlich erstmal ein bisschen nach unten. Wollen wir dann aber auch noch im Detail drauf. Und vor allem müssen noch mehr Qualität sein, also mehr Wachstumsdynamik einfach. Gut, warum fliegt Fresenius raus? Warum habe ich die in Anführungszeichen Schnauze voll? In Fresenius wird investiert seit 2019. Man kann es auch wunderbar hier sehen, wenn wir nochmal auf Fresenius gehen. Das sind hier die einzelnen Sparplanausführungen. Das sind also schon eine ganze Menge. Und das seht ihr dann auch entsprechend, wie die Aktie performt hat. Leider nicht so toll. Das sehen wir dann auch hier, wenn ich Fresenius aufrufe im Aktienfinder. Und den Aktienfinder haben wir benutzt, um unsere 20 Qualitätsaktien herauszupicken, was in Summe ja auch sehr gut funktioniert hat. Das sehen wir auch hier, deutlich mehr grün als rot. Und jetzt aber trotzdem, Fresenius hat es nicht so gut funktioniert. Das wäre jetzt hier Fresenius SE, um die geht es ja jetzt. Und wenn wir hier uns die Performance anschauen, dann sehen wir, dass August 2019 haben wir angefangen, da zu investieren, also hier ungefähr. Und dann seht ihr, dass das also jetzt kein so herausragendes Investment gewesen ist, keine Komplettkatastrophe. Wir sind bei Fresenius im Minus, kann man auch hier sehen, mit rund knapp 14% oder 210 Euro. Kann man nochmal dagegen rechnen, 72 Euro, die wir Dividende bekommen haben, aber trotzdem kein so schönes Ergebnis. Und vor allem gehe ich davon aus, und jetzt geht es mal langsam auch wirklich in die Gründe rein, dass Fresenius sich etwas übernommen hat. Die sind ja gewachsen. Man kann es hier schön sehen anhand der Bilanz. Viel durch Zukäufe. Und es zeigt sich jetzt, dass man sich da doch ein bisschen verzettelt hat. Deshalb will man zurück zu den Kernkompetenzen gehen von Fresenius. Das heißt, man verkauft viele kleinere Unternehmen. Man hat Curalie schon verkauft, so eine Gesundheits-App. Man will Kliniken verkaufen mit Schwerpunkt auf künstliche Befruchtung oder Reha-Kliniken, von denen man sich auch trennen. Und die große Tochter, die man noch voll konsolidiert hatte bis vor kurzem, Fresenius Medical Care, die sieht man jetzt dann eigentlich nur noch als Investment und nicht mehr als strategische Holding, für die man quasi mitverantwortlich ist, um komplett Fresenius entsprechend auszurichten. Deshalb hier übrigens auch meines Erachtens hier die starken Änderungen, plötzlich weniger Goodwill und plötzlich mehr weitere Vermögenswerte und weniger zinstragende Schulden. Das hat damit zu tun, meines Erachtens, dass Fresenius Medical Care jetzt seit neuestem nicht mehr voll konsolidiert in der Bilanz von Fresenius SE zu finden ist. Man möchte sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren, die da die Krankenhäuser sind, das ist also Fresenius Helios, und das Pharmageschäft mit viel mit Generika, das wäre Fresenius Kabi. Und das Problem einfach, was auch gewesen ist, zum einen, dass man sich verzettelt hat durch die Übernahmen und zum anderen, man hat doch einfach Pech gehabt, muss man auch so ein bisschen sagen. Wir erinnern uns beispielsweise an Corona, als Fresenius die Krankenhäuser, die Intensivstationen freihalten musste und deshalb viele Operationen verschieben musste. Hat natürlich auch Geld gekostet. Und jetzt haben wir mit der rot-grünen Regierung Rekordpreise bei der Energie. Und das ist jetzt natürlich eine Belastung für die Krankenhäuser. Das ist ja auch ein Grund, warum die Dividende hier komplett gestrichen werden wird, weil Fresenius dieses Jahr voraussichtlich 300 Millionen Euro an Staatshilfen erhält als Kompensation für die hohen Energiepreise. Der Staat verursacht also hohe Energiekosten und bezuschusst jetzt die großen Konzerne dann entsprechend mit Geld, um die Schäden, die der Staat quasi verursacht hat, wieder abzumildern. Und eine Bedingung dafür ist eben, dass keine Dividenden jetzt ausgeschüttet werden dürfen. Ansonsten müsste Fresenius das Geld zurückbezahlen. Ist aus Sicht des Fresenius-Managements, denke ich, das Beste, was sie machen können. Fresenius hat ja hohe Dividendenzahlungen, hier sehen wir es.
jetzt auf die letzten 4 Quartale noch, also sprich die letzte Dividende, waren die Dividendenzahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden. Das spart man sich jetzt. Und das hilft natürlich, die Bilanz zu konsolidieren, die zusätzlich konsolidiert wird, verbessert wird durch die Teilverkäufe des Fresenius-Imperiums. Bis das Ganze aber, dass das ganze Schiff und mit der die Strategie, strategische Neuausrichtung dann Früchte trägt, wird eine Weile dauern. So lange will ich nicht warten, bis noch wieder Dividende gezahlt wird. Denn es zeigt sich eben auch, dass wir hier einen Slow Grower haben. Das heißt, sie werden nicht mehr diese Zukäufe tätigen, es wird nur noch organisch wachsen. Das Krankenhausgeschäft ist eben nichts, was jetzt extrem schnell boomt. Und die Pharma-Sparte bei Fresenius ist ebenfalls jetzt kein Novo Nordisk oder so, wo man jetzt mit dynamischem Dividendenwachstum, das hat dann dynamisch steigende Dividenden rechnen könnte. Insofern denke ich, ist Fresenius dann vielleicht perspektivisch eher was für das dicke Dividendendepot zum Beispiel, unser zweites Echtgelddepot, aber weniger gut geeignet für das Stadtdepot, wo wir auf dynamisches Dividendenwachstum setzen. So, jetzt also Fresenius raus und welche Aktie kommt rein? Und das zeige ich euch jetzt gleich und dann stelle ich euch das Unternehmen in aller Kürze vor und ich hoffe, ihr könnt dann meine Entscheidung nachvollziehen. So, jetzt kam eine zweite Aktie rein und das heißt, es handelt sich hier um United Health Group. Wir bleiben also in derselben Branche. Wir sind bei der Gesundheitspflege, so heißt es hier im Aktienfinder. Wir drehen jetzt aber Deutschland den Rücken zu und gehen hier in die USA. Und wenn wir hier die Marktkapitalisierung anschauen, dann sehen wir, dass Fresenius gegenüber United Health Group ein Zwerg ist. Denn wir haben hier, was würde ich sagen, ungefähr so die 25-fache Marktkapitalisierung sein. United Health Group ist der größte Krankenversicherer in den USA, vielleicht auch in der ganzen Welt. Ich weiß es nicht so genau. Wir können übrigens über United Health Group unsere Premium-Aktienanalyse jetzt kostenlos lesen. Die ist topaktuell von Ende Oktober diesen Jahres und ich habe die gerade eben für euch freigeschaltet. Ich verlinke die auch und da könnt ihr noch ein bisschen mehr nachlesen zu diesem Unternehmen. Und hier seht ihr unter anderem, hier ist die United Health Group und die war, oder sie ist größer als Johnson & Johnson. Höhere Marktkapitalisierung selbst als Novo Nordisk, das heißt die Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung in Europas. United Health Group ist also hier ein Gigant. Und als privater Krankenversicherer würde das natürlich ein deutsches Unternehmen niemals schaffen, so stark zu wachsen. Nicht nur, weil Deutschland weniger bevölkerungsreich ist, sondern auch, weil in den USA die privaten Krankenversicherer viel stärker sind. Denn da ist es essentiell, dass man privat krankenversichert ist. Denn normal ist man, hat man erstmal keinen Krankenversicherungsschutz, keinen gesetzlichen, so wie es in Deutschland ist. In den USA ist es bloß für Randgruppen, hätte ich jetzt fast gesagt, also für alte Menschen ab 65 gibt es Medicare und Medicaid, gibt es für Bedürftige und Behinderte. Aber für den normalen US-Bürger, der muss privat vorsorgen. Und deshalb kommt den Krankenversichern, den privaten Krankenversichern in den USA einen ganz anderen Stellenwert zu. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die United Health Group, was die jetzt für eine Dividendenrendite haben, dann ist die niedriger, liegt die bei 1,4% im Vergleich zu 3,22%. Da müssen wir also erstmal Abstriche machen bei der Dividendenrendite im Steuerdepot. Wir sehen hier aber, wenn wir uns die Steigerungsraten beim Dividendenwachstum anschauen, gigantische Unterschiede. Da haben wir hier ein wirklich dynamisches Dividendenwachstum im zweistelligen Bereich und bei Fresenius ja Nullnummer, sage ich mal, beziehungsweise da haben wir jetzt dann erstmal gar keine Dividende im nächsten Jahr. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Wenn wir können hier noch ein bisschen auf die Dividende gehen, das sehen wir hier im Dividendenalarm, dass wir keinen ganz unglücklichen Zeitpunkt auswählen anhand der Dividendenrendite. Das heißt, aktuelle Dividendenrendite mit 1,4% ist deutlich höher als beispielsweise die 1,1%, die es mal vor kurzem gab, vor ungefähr einem Jahr, ist also wieder gestiegen. Und wenn wir hier mal schauen, zum Beispiel einen Zwei-Jahres-Korridor, also einen Zwei-Jahres-Durchschnitt reinnehmen, der liegt dann bei 1,25%, da liegen die 1,4% immerhin schon mal drüber. Interessant an der Stelle vielleicht auch mal, wenn wir uns jetzt hier
den Dividendenbenchmark anschauen, das heißt die Prognose, wie sich unsere persönliche Dividendenrendite entwickeln wird, dann seht ihr hier schön das dynamische Wachstum. Die ersten Jahre sind wirklich Prognosen und dann kommt ein Algorithmus, greift ein Algorithmus und schreibt das entsprechend fort. Wenn wir jetzt Fresenius hier mal dazu machen, Fresenius ist eh, dann sehen wir hier erstmal keine Dividende, weil die gestrichen wird und dann werden wir hier bei ungefähr 4% und sogar 4,4%, das sind noch Analystenschätzungen, und dann aber eine Nullnummer. Also mir wird gar nicht mehr mit Dividendenwachstum gerechnet. Ich finde schon die 4,4% relativ sportlich, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir hier das dynamische Dividendenwachstum. Da sieht man, wie hier United Health Group aufholt und irgendwann dann immer bezogen auf den aktuellen Kurs die persönliche Dividendenrendite dann höher ausfallen wird. Wann dann quasi die Kreuzung ist, das hängt natürlich davon ab, wie hoch die Dividendenrendite von Fresenius sich auch tatsächlich unter anderem entwickeln wird. Wann das dann ist, ob das schon Anfang der 2030er sein wird oder eher hier, also etwas spät, das sehen wir dann. Aber es geht ja nicht nur um die Dividendenrendite oder um die persönliche Dividendenrendite, es geht natürlich um die Gesamtperformance. Und da haben wir ja hier eine wunderschöne Gesamtperformance. Das sieht eine schöne Entwicklung, Kursentwicklung bei der United Health Group, obwohl es ja in den letzten Monaten, sage ich mal, eher seitwärts lief, und zwar schon hier seit April diesen Jahres bis heute, sieht man hier, das ist eher so eine volatile Seitwärtsbewegung, wo es vielleicht nach unten geht, aber wenn wir mal gucken, wie die Aktie performt hat gegenüber Fresenius SE, dann sehen wir hier, Fresenius konnte am Anfang noch mithalten und dann sehen wir hier, wie sich die Schere, wie es auseinanderklafft hier. Und wir setzen jetzt auf die United Health Group. Was die United Health Group macht, in Kürze möchte ich es anreißen, obwohl wir hier die kostenlose Aktienanalyse ja für euch haben. Sie sind, man sieht es hier in den Segmenten, wie ich schon sagte, Krankenversicherer in erster Linie und das ist hier der Umsatzanteil in grün, 77% im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr. Und dann haben wir noch ein paar andere Segmente, unter anderem auch das Pharmacy Benefit Management, wo die United Health Group mit den Pharmaherstellern Preise verhandelt, zum einen für sich selbst als Krankenversicherer, aber auch für andere Kunden, Apotheken und Krankenversicherer. Sie haben auch so ein paar Apotheken hier in dem Optum Health, soweit ich weiß, und machen hier auch, sind hier als Gesundheitsdienstleister tätig, bringen beispielsweise Medikamente nach Hause und haben sie auch noch Optum Insight. Das ist Blutanalyse, Gesundheitsanalyse, also Analyse für Gesundheitsdaten. Hochprofitables Geschäft, aber noch mit operativer Marge von fast 70%. Allerdings mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar, was erstmal viel klingt, aber in der Größenordnung hier unter 2%. Von dem Gesamtumsatz. Was sich vielleicht noch aufdrängt, das ist der Unterschied zu CVS Health, die wir im Digge Dividendendepot hier haben. Hier im Digge Dividendendepot, da ist CVS Health drin. Wo sind sie? Hier sind sie. Und das haben wir auch in unserer Aktienanalyse hier redaktionell verarbeitet. Und das sieht man auch schön in der Grafik. Sie setzen unterschiedliche Akzente. Das Krankenversicherungsgeschäft hier bei United Health Group steht für den größten Umsatzanteil und CVS Health hat mit Aetna ja, ist er ebenfalls eingestiegen in dieses lukrative Geschäft. Allerdings seht ihr hier, dass der Umsatzanteil bei etwas unter einem Viertel nur liegt. Und hier ist insbesondere das Apothekengeschäft stark. So, und das Apothekengeschäft ist eher ein margenschwaches, schwach wachsendes Geschäft. Davon kann auch Walgreens ein Lied singen. Und die United Health Group deshalb hier deutlich besser aufgestellt mit dynamischem Wachstum, aber auch natürlich entsprechend höher bewertet. Das könnte man hier anhand, das sieht man hier anhand der Multiples wunderbar, dass die ungefähr, sage ich jetzt mal, anhand des jedenfalls bereinigten KGVs doppelt so hoch bewertet sind wie, jetzt müssen wir jetzt Fresenius, aber eigentlich geht es ja um CVS Health. Das heißt, hier holen wir die Aktie jetzt auch noch schnell rein. CVS Health und hier ist CVS Health und da sehen wir aber ungefähr dasselbe, also gut doppelt so hoch bewertet anhand des bereinigten KGVs wie die United Health Group.
Was jetzt doch natürlich wichtig ist, das ist das, was wir auch in unseren Aktienanalysen machen, die Renditeerwartung und Bewertung der Aktie. Auch wenn wir langfristig investieren wollen über Sparpläne, wird es ja jetzt erstmal so sein, dass ich meine Fresenius-Aktien verkaufen werde. Ich werde meine 46 oder 45,8, um genau zu sein, Fresenius-Aktien verkaufen. Und dafür werde ich 3 Aktien von der United Health Group kaufen. Da kostet eine von momentan 520 US-Dollar. Und ist es viel, ist es wenig? Was habe ich davon zu erwarten bezüglich meiner Kursgewinne in erster Linie? Dann machen wir jetzt hier, benutzen wir die dynamische Aktienbewertung. Dann schauen wir mal hier, was der faire Wert so sagt. Und dann sehen wir, dass die United Health Group etwas davon gelaufen ist, insbesondere hier. Das könnt ihr das schön sehen. Und jetzt da haben wir die Seitwärtsbewegung. Und jetzt geht der Aktienkurs näher, dass sich wieder an den fairen Wert an, weil er seitwärts läuft und der faire Wert der United Health Group steigt, weil die Gewinne schön steigen. Man kann es noch ein bisschen korrigieren, finde ich, weil wir haben hier Bewertungen drin, vor allem in den Jahren 2012 bis 2014, wo die United Health Group noch mit KGVs bewertet war, sehen wir hier von 10, 12 und 15 und 18 dann ab im Jahr 2015. Und ich denke, die Aktie wird jetzt erstmal nicht mehr so billig werden, dass wir ein KGV von unter 15 haben werden. Ich werde den Bewertungszeitraum etwas kürzen. Ich werde also die durchschnittliche KGV, die Berechnung starten lassen ab im Jahr 2015, nicht 2013. Und dann wird hier das bilanzierte KGV, das nehmen wir, wir bewerten auf Basis des bilanzierten Gewinns, wird dann von 19,1 wahrscheinlich ein bisschen nach oben gehen. Das sehen wir jetzt gleich, von 19,1 auf 20,3. Dann sieht man, wie auch der faire Wert etwas anzieht. Immer noch eine leichte Überbewertung auf hier die letzten 4 Quartale und auf die Schätzung des laufenden Geschäftsjahres. Aber schon im nächsten Jahr ist dann mit einer positiven Rendite zu rechnen. Und ich gucke jetzt einfach mal, was für eine Renditeerwartung wir haben. Jährlich nur über Kursgewinne, nein, über beides, über Kursgewinne und Dividenden bis zu Ende 2026. Dann kämen wir auf 11,3% im Jahr beim aktuellen Kurs von 520. Also durchaus erfreulich. Man könnte jetzt auch nochmal hingehen und gucken, wenn wir dann doch noch sagen, okay, wir wollen doch mal einen größeren Bewertungszeitraum haben, weil wir ein bisschen konservativer sein wollen, dann hätten wir eine Renditeerwartung jetzt von 9,2%. Auch damit wäre ich persönlich erstmal zufrieden. Das ist, denke ich, mehr, als wir bei Fresenius erwarten dürfen, weil ich davon ausgehe, dass der Konzernumbau, den dicken Tanker jetzt da wieder auf Vordermann zu bringen, deutlich länger dauert und weil da einfach weniger die Wachstumsfantasien da sind, im Krankenhausgeschäft insbesondere, aus meiner Sicht. So, das heißt, Fresenius fliegt raus und die United Health Group, die kommt rein. Jetzt ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich habe also quasi einen ganz normalen Bürotag. Morgen werde ich dann den Verkauf tätigen und werde dann entsprechend die United Health Group kaufen und den Sparplan bei Fresenius werde ich einstellen und beziehungsweise löschen und für die United Health Group werde ich ihn einrichten. Das ist aber nur eines, was ich, oder das ist nur eine Position, die ich ändern werde. Ihr seht ja hier, dass noch andere Aktien unter anderem rot sind, aber nur weil sie rot sind, also in einer Verlustphase sind, heißt das nicht, dass ich die Aktien automatisch verkaufen werde. Ich überlege mir sogar, mich von einer Aktie zu trennen, die eine positive Rendite momentan hat, weil sie auch nicht optimal in das Starterdepot passt bezüglich der Strategie. Mehr dazu dann in den nächsten Videos, die ich noch zwischen Weihnachten und Neujahr für euch abdrehen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch interessant, denn es geht ja um Themen, die jeden von uns betreffen, Depotumstrukturierung. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.